Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Conquer the World. Wir sind im religiösen Krieg, unser Attentäter muss noch ein bisschen lernen und dann töten wir alle Ketzerer. Und ich habe zu viel Brot gefressen. Sorry, ich hab Schluck auf. Was macht die Venediger, russische Flotte hier? Ich verstehe irgendwas nicht. Keine Ahnung. Ja. Das ist nicht so schön hier. Eure Befehle. Ja, mein Herr. Dieses Schiff hat die Armee. Müssen wir noch ein bisschen aushalten mit denen hier. Und ja. Ich hoffe, wir haben das nächste Mal wieder ein bisschen Geld. Machen wir mal. Haben wir ein paar Leutchen nicht bewegt, aber das ist egal, die haben sich automatisch bewegt. So, jetzt geht's wieder besser mit dem Schluck. Ja. Okay, weiteres Merkmal faire Herrschaft. Schiffkompass. Mhm. Baubericht Adrianopel. In Adrianopel könnten wir mal was haben wir hier spezialisiert? Nahkampf. Ja, das gibt's nicht. Schmied. Ah ja, ich muss mal ein bisschen pausieren mit den Ding. Ja, hier können wir auch pausieren. Fortbeten müssen wir nicht. Ich brauche wieder Geld. Ich könnte in Iconium einen Händlerkai machen, aber da die irgendwie nicht keine Handelsrouten haben, bringt es das nicht. Wir könnten einen Jahrmarkt machen, wir können eine Farmgemeinschaft. Machen wir eine Farmgemeinschaft. Und in Trapezunt müssen wir einen Hafen bauen. Weg. Hafen. So. Ja, gut. Einen Kaufmann in Iconium. Dann ziehen wir die weg ab. Oder wollen wir sie angreifen? Komm, wir greifen sie an. Zuerst wollte ich in Iconium den Agenten rausnehmen und ihn irgendwo hin tun. 17 Gulden. Dieses Boot sieht ja lustig aus. Ja. 10. 21. 21. Hier haben wir keine Erze wahrscheinlich. Ja, ist egal. Machen wir das Höchste, was wir gerade sehen. Und hier haben wir. Genau. Weiteres Merkmal. Fähige Attentäter. So, dann machen wir den Krieg hier mal. Gott ist mit uns, Männer. Wollen wir dem hinterher? Ja, ja. So, wir machen das selber. In der Wirtschaft geht es nicht gnädiger zu als in der Schlacht in Teutoburger Wald. Ja, das stimmt. Friedrich Dürrematt. Tönt irgendwie schweizerisch. Aber es ist wahrscheinlich deutsch. Ja, machen wir die mal nach vorne als Kanonenfutter. Aber den nochmals ein bisschen weiter nach vorne. So, die gehen hinter dran. Die Bogenschützen noch weiter hinten dran. Die da natürlich wieder in der normalen Formation.
können wir die nicht nach vorne tun. Und dann ist das. Irgendwie ist es ganz verrutscht. So. Ich wollte die da hinten dran tun. Ah Mann, die kann man nirgends platzieren. Geht so hin, ja. Ach, egal. Dann haben wir die Reiter. So. Wir machen die Reiter gleich in ein bisschen spitzere Formation. So. Gut und locker. Ja, also greifen wir an. Das sind die sind hier, die hier. Geht ein bisschen weiter nach hinten. Oh, sehr schön. Einen Treffer haben wir. Oh, habt ihr gesehen, wie die eingeschlagen sind? Oh, Nahaufnahme. Yeah. Also jetzt Belagerungsteile abbrechen. Krieg. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Ja, das steigt jetzt recht schnell. Der Feind flieht von der Schlacht. Brennt diese Wertwaffenbauer nieder. So, die Reiter. Greifen an. Ja, aber besser angreifen. Das ist ja schlimm. Oh Gott. Knack Arsch. Die Musik ist noch recht gut. Bisschen lauter machen. Ja, die können noch weit laufen. Der da vorne. Das ist der Alexander. Gott, oh Gott. Zuvorderst. Yeah, Alexander, du schaffst das. Tip, 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 tip. Man überrennt doch die einfach, Gott, oh Gott, ihm das hinterherreiten. KI ist zu dumm, die KI ist zu dumm. Ja genau, reinreiten und schlagen und quatschen und zerstören und alles mögliche. Lasst sie nicht fliehen. Und rennen, habe ich gesagt.
Sehr schön. Komm, das schafft ihr noch. Jetzt angreifen. Yeah, hier sterben noch ein paar. Haha. Wir haben sie zermürbt. Die kommen gar nicht weiter. Die ringen gar nicht weiter. Eine hat's überlebt. Eine einzige Person hat's noch überlebt. So. Genau. Dit. 37 verloren. Und einer ist geflohen. Oh Gott. Katapult hat eine Erfahrung. Benjamin Franklin. Gefangen, Lösegeld. Abgelehnt, natürlich. Sterbt ihr Narren. So, Krieg. Angreifen. Nächste Schlacht. Der Geistlichkeit kann man nichts selber überlassen. In der Beziehung sind diese schlimmer und tölpelhafter als die des Militärs. Positionierung starten. Wo greifen wir denn an? Hier komplett durch, oder? Ja. So. So, dann können die da mal dazwischen gehen. Und die hier. Hierhin. So, haben wir alle. Ja. Das wird leicht. Und ihr da. Greift mal nicht an. Der Turm muss noch angegriffen werden. Aber der Turm. Ah, der Turm ist hier. So. Boom. Oh, Volltreffer. Die haben Kartefrakte. Ja, das scheinen Kartefrakte zu sein. Na, Hallöchen. Ich will an die Tür kloppen. Oh, schöner Volltreffer. Schaden ist leider nicht so gut zu sehen. Oh, die haben eine gute C-sichere. Und Volltreffer. Einfach nur ein Volltreffer. Die Türme, Tore sind gefallen. Jetzt musst du aber noch die Dinger töten. Die Türme. Was ist jetzt? Gehen die überhaupt kaputt? Ich hoffe es. Ja. Den Turm noch. Den Turm noch. Ha, da brennt's schon. So. Gut, die haben ihre Ding gemacht. Jetzt könnt ihr noch ein bisschen diese angreifen. Ja, treffen halt nicht so gut. Wenn wir die angreifen.
Okay, eine treffen. Oh, sehr schön. Nochmals ein Treffer. Wir zermöppen die Gegner. Wir machen Asche draus. Wir pulverisieren sie. Die bekommen hoffentlich sehr viel Erfahrung. Ah, sehr schön. Yeah, sehr schön. Nochmals eine tot. Nochmals zwei tot. Yeah. Ah, die haben jetzt schon keine Chance. Hören wir auf mit denen. Die haben sowieso fast keine Munition mehr. Und greifen frontal an. Vor das Tor bitte diese. So. Geht mal rein. Können die noch angegriffen werden? Von was denn? Unsere Soldaten haben heute gezeigt, was sie wert sind. Die Mauern des Feindes gehören jetzt uns. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Reiter kommt mal auch hier rein. Der Alexander kommt auch hier rein. Aber schneller, komm du hier rein. Einer greift mal die an. Oder zwei. So. Zermanscht sie. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. Die Reiter wussten sich dadurch. Schieb's. Kein Problem. Hallo, ich habe gesagt, reitet. Die fallen wie die Mücken. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Truppen. Die dürfen nicht angreifen. Weg damit. So, und die auch nicht. Weil wir ja jetzt nur noch die haben. Bald haben sie Maximum, denn ich glaube, drei goldene Abzeichen sind am meisten. Der feindliche König ist tot, erschlagen von unseren Kriegern. Greift an, solange seine Männer den Verlust betrauern. Sultan Bayezid der Fromme. Ja, jetzt ist er nicht mehr fromm.
Oh, da ist eine gestorben. Einen Verlust für den Drago und hunderte für den Sultan. Ja, die machen ja gar nichts. Was noch an einem Verlust geht's noch? Wo ist eigentlich der König? Der sollte nicht zuvor sein. Zuvor ist. Der ist nirgends vorne. Da ist er. Ah, zurückziehen. Die nach vorne. Der ist nämlich da vorne gewesen. Ah, du Idiot, Alexander. Ach, wenn du 1000 Leben hast. Lieber nichts riskieren. Wow, wie stark sind die noch? Nicht schlecht, die Kataphrakte des Gegners sind recht stark. Also alles, was Nahkampf ist, mitkommen. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Die gesamte Christenheit wird den Sieg, den wir heute errungen haben, bewundern. Garcis am meisten Verluste erlitten. Ja, der Beweis von Heldentum liegt nicht im Gewinnen einer Schlacht, sondern im Ertragen einer Niederlage. Osman. Der Sultan der Osman ist verstorben. Wegen was? Gott hat uns zu diesem Sieg geführt. Wegen was ist er gestorben? Keine Ahnung. So, wieso haben wir ein Kommando weniger? Wir haben doch voll gehabt. So, mal ein bisschen ausbilden lassen. Kaufmann ausbilden, das Ratshaus bauen. So, dann haben wir doch sehr schön hier diese Sachen und können eigentlich Antiochia auch bald erobern. Oh, die haben recht viel hier unten gebunkert. Aber Manzikert gehört uns, das ist das Wichtigste. So. Gut, dann haben wir hier ein paar Leute zum Verschieben. Ich weiß noch nicht welche. Der Attentäter haben wir eingesetzt. Das nächste Mal kommt der dran. Gehen wir den nach oben. So, dann haben wir hier doch ein paar Leute. Der zum Beispiel, den haben wir genommen, macht. Und der da kommt weiter rüber. Hier oben haben wir einen Spion. Hallo, Stockholm. Die sind ja jetzt. Komm, ein Bündnis. Ja, Pech. Egal. Wir brauchen mehr Soldaten an der Front. So. Und hier unten schauen wir weiter. Okay. Hier haben wir noch einen Spion. Der geht hier nach oben. Gut, wir gehen, wenn wir hier sind, natürlich rüber nach Südamerika. Aber bis dann geht es halt noch einige Zeit. So, speichern. Wir haben gute Schlachten geschlagen. Das muss unbedingt gelobt werden. Und jetzt müssen wir... Komm, wir probieren es. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir... Nur noch den Ketzer. Gnadenloser Anführer. Haha.
95%. Easy. Easy Mode. Hä? Wo ist jetzt der religiöse Krieg hin? Ist halt einfach nur. Peinliche Leute. So, also weiter. Haben wir nicht nur einen Attentat? Ah, nein, der konnten wir ja nicht herstellen, genau. Also, wir haben zwei Top-Verteidiger, Ding. Attentäter. In Athen, sehr schön. Hier haben wir noch gar keine Taverne. Dann machen wir eigentlich hier einen Bordell. Und dann Taverne. Hexenjäger. Okay. Also die Ikonenkunst haben. Ah, in Athen. Können wir in Konstantinopel. Nee, müssen wir nichts bauen. In Athen machen wir jetzt diesmal. Eine Taverne, ne, bringt's nicht. Die bekommen keine Erfahrung. Ja, ich sollte einen Markt bauen. Hier machen wir nichts. So. Im Anzikert wird ja der Ding gemacht. Gebaut, ja. Rathaus, genau. Eure Befehle, edler Herr. Natürlich, mein Sodele. Dann haben wir hier die Soldaten, die gehen auch hier rein. Sehr schön. Passt doch. Gut. Ja. Bewegen wir die ein bisschen. Gehen hier noch nach Bergen. Und ja, Franzosen sind jetzt, glaube ich, ein bisschen am Arsch. Mir egal. Die haben dort unten noch eine Kolonie. Hier. Ich hoffe, die leben noch hier. Wir könnten ja mit einem Schiff mal schauen gehen. Ob die noch hier sind. So. Und der kann abhauen von mir aus. Sehr schön. Das nächste. Also man kann eigentlich sagen, 95% ist 100% oder 99%. Aber wenn es weiter runter geht, dann ist die Chance eigentlich recht hoch, dass sie unterliegen. Oder sogar getötet werden. Ja. So, ich muss mal schauen, wo es noch die Städte gibt. Weil da können wir noch irgendwas bauen. Aber in einer Stadt, wo es bitte ein Ding gibt. Ein Gebäude, wo Geld gibt. Hier. Ja, 300 gibt leider nicht mehr viele Gebäude, die nur 300 kosten. Ja, hier wird ja sogar noch die Ding gebaut. So, gehen wir mal zu den Russen ein bisschen räubern. Ja, die haben halt wenig Rohstoffe hier. Schwefel. Oder wir gehen nach oben, hier oben, genau. So. Und sonst? Eigentlich nichts mehr, oder? Können wir nochmal speichern. Ja, der da. Der ist unnötig. So, nächste Runde für den Drago. Lol, die greifen ja mega stark an. Uns, aber Gott ist mit uns.
Und die greifen schon wieder an. Der Feind belagert uns. Oh Gott, 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 Gott. Die haben schon nie genug. Wir haben hier leider keine Bogenschützen. Ja, wollen wir das einnehmen lassen? Ich muss hier mal ein paar Soldaten ausbilden. Das geht so nicht weiter. Wir könnten den Diplomat. Wo ist der? Nirgends. Keinen Diplomat hier. Ach, egal. Wie gut sind die Truppen? Haha, Bauern! Wir lassen die einfach die Stadt erobern. Ja, ja. So, hier greifen wir an. Wir greifen aber nicht so an. Wir greifen von der Stadt aus an. Klare Niederlage. Ah. Was ist denn schlimm daran, einfach anzugreifen? Und wieso haben die anderen nicht angegriffen? Ja, genau. Genau, der Alexander ist tot. Es ist lächerlich. Die Autoschlacht ist lächerlich. Ich mache jetzt alle Kriege selber. Das ist ja schlimm. So, das nächste Mal bitte nicht so angreifen. So, und dann machen wir den wieder zurück. Und hier machen wir sofort, bilden wir hier, und auch Bauern aus, mir egal. So, also heben. Jetzt nicht mehr Autoschlachten machen. Nicht mehr, habt ihr verstanden? Nicht mehr. Und ja. Werden wir halt den nochmals bewegen. So. Und greifen wir jetzt nochmals an. Nein, jetzt greifen sie nicht an, oder? Ja, sie greifen nicht an. Ha. Ja, der ist gestorben. Mir egal. Sie greifen nicht an, weil wir wahrscheinlich viel zu viel für Truppen jetzt haben. Dafür werdet ihr aber trotzdem büßen. Das ist zu wenig. Was ist das Problem? Wieso hat das Problem einen Namen? So, wehe, du greifst an, dann gibt's eins auf die Fresse. So, und du greifst ihn an. Dann können wir noch nach Antinochia dort irgendwas kaputt machen. In Nizza ist eine Fruchtfolge. Da machen wir einen Markt. Und in Manzikert machen wir... Ja, die orthodoxe Kirche, stimmt. So. Und hier, nichts mehr. Krieg erklärt, Kalmare Union und Königreich Schottland. Ich glaube, die werden von den Schotten angegriffen. Nicht? Ja, die sind... Ja, die haben wahrscheinlich hier Krieg gehabt. Sind dann aufgelöst oder abgehauen. So. Klaut denen mal ein paar Rohstoffe. Ich möchte das Ding bewegen, das Boot. Ja, die sind noch hier. Und hier, wieso ist es jetzt hier drüben? So, Dele. Und die Musik ist so gut. Ja, Knights of Honor, ein richtig gutes Spiel. Leider sehr wenig bekannt.
nicht gut gemarktwirtschaftet. Oder vermarktet er. Die Franzosen gibt's ja bald nicht mehr. Was ist denn los? Was macht die Franzosen denn? Voll Blödsinn. Mach doch mal weg den Krieg. Vernichtet ihn. Stelle. Nö. Ich möchte mich schon spezialisieren. Hier mal ein bisschen Meter. Und hier einen. So. Also machen wir das nächste Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja. Dann mal schauen. Es wird langsam groß, unser Reich. Ganz, Türkei ist eigentlich erobert. Ja, das ist eigentlich ziemlich ganz Türkei. Und ja, dann gehen wir dann weiter hier unten. Hier rüber ein bisschen. Dann haben wir hier schön ein Handelszentrum. Und so weiter. Also, bye, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.